Hallo zusammen, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von HTX Weekly oder Express LS Weekly oder vielleicht sollte man besser sagen Happy Bastel Weekly, aber es hat doch schon etwas mit Express LS zu tun. Worum soll es heute gehen? Ja, ich will eigentlich heute so eine abschließende Folge machen zu diesem Teil hier, zu diesem Bürstenmotorsteller. Diesmal gefilmt, wie würde Professor Jimek sagen, in seinem natürlichen Habitat, also hier im Modell eingebaut. Das ist der Steller oder in diesem Fall ist es tatsächlich oder kann auch ein Regler sein. Und der wirkt ein auf diesen Motor hier in dem Modell. Und das Besondere an diesem Steller oder Regler, je nachdem, ist, dass er die Drehzahl des Motors messen kann, ohne dass wir einen zusätzlichen Sensor dort an den Motor anbringen müssen. Also keinen optischen Sensor oder keinen magnetischen Sensor. Ich will mal ganz kurz versuchen. Upsala, jetzt rutscht hier alles runter, euch das zu zeigen. Man sieht da so ein bisschen die Welle. Ja, das könnte natürlich, der Sensor könnte irgendwo anders noch verborgen sein, aber ich hoffe, ihr glaubt mir, dass das tatsächlich also jetzt kein Sensor hier dran ist. Man sieht das auch so ein bisschen an den Kabeln, die hier zu dem Steller gehen. Wir haben hier vorne also dann die Betriebsspannung, dann haben wir hier den Motorausgang, dann haben wir hier zwei Servokabel. Und zwar kann dieser Steller, der wird zwar im Moment, so wie ich ihn jetzt hier drin habe, tatsächlich mit Crossfire betrieben, aber er kann auch zum Beispiel FreeSky Futaba S-Bus S-Port, also S-Bus, um die Ansteuerung zu machen und S-Port für die Telemetriedaten oder FlySky mit iBus Ansteuerungsdaten, also Kanaldaten und iBus Sensor. Würde auch gehen. Hot habe ich jetzt nicht dabei, weil das ja eigentlich auch nicht mein Fokus ist. Fokus ist Express LRS und dann als Protokoll Crossfire. Für Crossfire bräuchte man jetzt eigentlich nicht zwei solche Kabel, sondern nur ein einziges. Deswegen überlege ich, ob ich diese Platine auch noch mal neu mache, sodass wir hier nur noch ein einziges Kabel haben. Und auch hier gab es mal oder gibt es die Möglichkeit, tatsächlich einen externen Temperatursensor anzuschließen. Den habe ich wieder abgelötet. Der war also hier an dem Motor angeklebt, um die Temperatur des Motors zu messen. Eigentlich soll dieser Steller auch die Temperatur ohne einen weiteren Sensor messen können. Das stellt mich aber im Moment noch vor ziemliches Kopfzerbrechen. Ich bin nicht sicher, ob ich das hinkriege. Nun, wenn man das möchte, dass die Temperatur gemessen wird, kann man natürlich auch immer noch irgendeinen Temperatursensor dort anschließen. Deswegen bin ich jetzt nicht sicher, ob ich die Möglichkeit des Temperatursensors hier drauf lasse. Wir schauen uns aber gleich mal an, am lebenden Objekt, welche tatsächlichen Telemetriedaten der Steller neben der Drehzahl denn so produziert. Genau, so sieht das aus. Hier ist noch eine Buchse drauf, die ist im laufenden Betrieb eigentlich nicht nötig, die ist zum Programmieren und da werde ich gleich nochmal auch eine Schnittstelle anschließen, sodass wir die internen Daten des Stellers ein bisschen besser beobachten können. Diese Folge wird jetzt vielleicht ein bisschen länger, aber ich versuche so einiges plausibel zu machen, was dieses Ding im Moment so tut. Denn die meisten von euch werden sich ja sicherlich fragen, ja Mensch, für so einen simplen Bürstenmotor, was brauche ich da so einen komplizierten Steller? Ich bin bisher auch ohne Telemetrie ausgekommen und das Ding hat eigentlich immer funktioniert. Ja, das ist natürlich ein gewichtiges Argument, aber für mich war es einfach der Antrieb zu sagen, ich will es schaffen, mindestens die Drehzahl sensorlos zu messen und das ist mir gelungen. Und das Ding war jetzt ungefähr eine Woche hier in dem Modell eingebaut und praktisch die ganze Zeit in Betrieb. Und ich habe währenddessen auch einige Verbesserungen eingebaut, als ich unterwegs war. Und ich würde sagen, an dem Punkt Drehzahlmessung ist er jetzt robust und misst also unter allen Umständen auch die korrekten Werte. Wie gesagt, bei der Temperaturmessung funktioniert das noch nicht ganz. Da bin ich noch dran, aber bevor ich das jetzt verbessere, werde ich jetzt von dieser, also es gibt ja
neben dieser kleinen Variante, die bis 8 Ampere geht, bei maximal 36 Volt. Hier wird das mit 24 Volt betrieben. Das ist ein 24 Volt Motor, der leistet 25 Watt, also ungefähr ein bisschen mehr als 1 Ampere im Dauerbetrieb. Und das ist für diesen kleinen Kutter hier absolut ausreichend. Neben dieser kleinen Variante gibt es dann noch eine große Variante, die im Prinzip genauso funktioniert, auch bis 36 Volt geht, aber dann bis 50 Ampere. Das wird die Aufgabe der nächsten Zeit sein, die Software jetzt auf diese etwas größere Variante anzupassen, aber das ist mehr oder weniger nur eine Fleißaufgabe. Gut, okay, bevor wir jetzt die super-duper Details besprechen, die vielleicht dann auch nicht für jeden unbedingt interessant sind, würde ich sagen, setzen wir das Ganze erstmal ganz kurz in Betrieb. Ich mache einmal die Fernsteuerung an. Die kann ich eigentlich auch hier oben drauf. Upsala, kann ich nicht. Und dann mache ich das vielleicht so. Kann ich da so drauflegen? Wenn man den Kopf um 45 Grad dreht, kann man das dann vielleicht auch erkennen. Und wir sehen hier Telemetriewerte, die sind alle noch ausgegraut, weil ich das Modell natürlich noch gar nicht eingeschaltet habe. Das will ich jetzt mal tun. Gut, der Steller hat gepiepst. Der aufsteigende Dreiklang oder Vierklang ist einfach nur das Einschaltsignal und dann die zwei Töne hinterher besagen, dass sich der Gaskanal in Nullstellung befand. Jetzt geht er hier los. Achso, Moment, ich schalte noch mal kurz aus. Das kennt ihr alle, ne? Dieses Pre-Run-Check. Ich stelle jetzt den Knüppel mal ein bisschen nach vorne, dass wir ein bisschen Gas geben. Dann kommt dieses traurige Piepsen, das heißt also, da ist was nicht in Ordnung und zwar eben die Knüppelstellung. So, jetzt ist er also scharf geschaltet und dann sehen wir die Telemetriewerte hier, die Betriebsspannung 24,4 Volt. Ich gebe mal ein bisschen Gas, dass man auch bei den anderen Sachen mal was sieht. Wir haben dann 0,1 Ampere, das ist der mittlere Akkustrom, das ist nicht der Strom, der in den Motor reingeht, den könnte man sich auch anzeigen lassen. Wir haben die aktuelle Drehzahl und wir haben die Temperatur. Das ist jetzt die Temperatur des Stellers und nicht die Temperatur des Motors. Genau, soweit die Telemetriedaten. Man kriegt auch die verbrauchten Milliamperestunden angezeigt. Da hat sich jetzt nichts getan, weil wir nur so kurz im Betrieb waren. Und wenn man dann die Akkukapazität auch festlegt, würde man also auch hier sehen, wie viel Prozent der vorhandenen Akkukapazität verbraucht worden sind. Das setzt natürlich voraus hier, dass ich die Kapazität auch eingegeben habe. Okay, also mir reicht im Grunde genommen hier immer die entnommene Milliampere-Stundenzahl. Ja, jetzt habe ich eben gesagt, die Telemetriedaten. Einige Einstellungen, die nötig sind. Und da jetzt kommt sozusagen auch der Vorteil von Express LRS und der Anbindung über Crossfire zum Zuge. Denn jedes Gerät, was also an einen Express LRS-Empfänger angeschlossen ist, kann sozusagen sein eigenes Menü oder seine eigene Konfigurationsmethodik mitbringen. Dazu muss man keine Skripte hier auf dem Sender installieren. Das kommt alles aus dem Gerät, in unserem Fall aus dem Steller heraus. Die einzige Voraussetzung ist, dass man dieses Express LRS-Skript hat, aber was sowieso jeder braucht, der irgendwie etwas mit Express LRS macht, um zum Beispiel das Sendemodul einzustellen oder um den Empfänger einzustellen und jetzt eben auch um die anderen Gerätschaften, wie zum Beispiel diesen Steller hier einzustellen. Gut, wir starten einfach mal dieses Skript. Das ist in dem Tools-Verzeichnis der SD-Karte, beziehungsweise sollte dort sein. Also diejenigen, die dann Express LRS einsetzen, die werden sich dieses Skript dann einmal dahin kopieren und das ist dann für alles Mögliche zu gebrauchen. Ich starte dieses Skript. Und das Erste, was wir sehen bei diesem Skript, ist erstmal das Sendemodul. Also das Gerät, was zum Senden in dem Handsteuergerät, also dem Handset in meiner TX16S jetzt hier verbaut ist. Okay, ich sende also hier mit erlaubten 25 Milliwatt und
und so weiter und so fort. Und hier finden wir dann den Punkt Other Devices. Und da sehen wir jetzt zwei Gerätschaften noch. Wir haben nämlich einmal den Empfänger in meinem Modell. Das ist der RadioMaster ER4. Der stellt sich hier dar. Und wir haben jetzt meinen Steller. Das ist dieser hier. Das ist der BDC, also der Bürsten-DC-Motor Steller 32-Bit in der kleinen Variante S für Small bis maximal 8 Ampere. Das soll dieser Name hier sein. Und das selektiere ich jetzt hier. Und dann kriegen wir das Menü von dem Steller. Gut, da sind einige Einstellungen zu tätigen. Das Allerwichtigste, was man als erstes mal machen müsste, oder zwei wichtige Sachen eigentlich. Punkt Nummer 1 ist, dass man die Anzahl der Polpaare hier einstellt. Mein Motörchen hat 9 Polpaare. Also minimal besitzt ein Motor in der Theorie ein Polpaar, also ein Nordpol und ein Südpol, bezeichnet man als ein Polpaar. Und dann entspricht die Verdrehung dieses Polpaars praktisch um 360 Grad. Das entspricht dann einer mechanischen Umdrehung der Motorachse. Wenn man 4 Pole hat, also 2 Polpaare, dann wiederholt sich dieser Wechsel von Süd zu Nord und Nord zu Süd zweimal während einer Motorumdrehung, während einer mechanischen Motorumdrehung. Ja, und wenn man hat, so wie ich jetzt hier, 9 Polpaare in dem Motor, dann vollzieht sich dieses Wechsel von Nord zu Süd und Süd zu Nordpol in dem Motor bei einer mechanischen Umdrehung 9-mal. Da den Steller nur die dieser magnetische Wechsel macht sich in dem Steller bemerkbar. Das gilt übrigens auch für Brushless-Motoren. Muss der Steller jetzt also wissen, wie viel Polpaare konstruktiv in dem Motor verbaut sind. Das kann der Steller nicht wissen. Das kann man auch nur den Hersteller fragen, wie viel da drin ist. Oder man schraubt den Motor halt auf. Ansonsten gibt es keine Möglichkeit, das irgendwie gescheit festzustellen. Das ist bei den Brushless-Motoren genauso. In meinem Fall sind es 9 Polpärchen. Wir als Modellbauer sind natürlich daran interessiert, dass wir möglichst viele Polpaare haben, damit der Motor dann möglichst, sagen wir mal, weich oder rund oder erschütterungsfrei läuft. Und zum anderen möchten wir, dass also dieser Motor, wenn man ihn so zu Fuß, wie ich das jetzt mache hier, durchdreht, also bewegt, meinte ich, nicht durchdrehen, auch wenn ich hier Blödsinn erzähle, dass man keine Rastung merkt. Das ist ein anderes konstruktives Merkmal. Das können die Hersteller beeinflussen, je nachdem, wie sie den Anker gestalten von dem Motor. Wenn man das so macht wie bei diesem Industriemotor, der also darauf ausgelegt ist, dass er möglichst ruhig läuft, dann hat man ein gewisses Drehmomentverlust. Motoren, die also auf Drehmoment getrimmt sind, da merkt man, wenn man also den so langsam durchdreht, dass der so rastet, immer so zack, zack, zack macht. Und das äußert sich auch im laufenden Betrieb durch Drehmomentschwankungen. Und diese Drehmomentschwankungen, die hört man dann. Vor allen Dingen, wenn man so schönen Plastikrumpf hat wie ich hier. Das überträgt sich also auf diesen Geigenkasten und verursacht wunderschöne Geräusche. Also, wir sind daran interessiert, an weichlaufenden Motoren, das heißt konstruktiv, sollen sie nicht rasten und sie sollen also auch möglichst viele Polpaare haben. In meinem Fall sind es 9 Stück, die muss ich hier angeben. Ja, ich kann das hier also einstellen. Stelle es wieder auf 9. Nur dann kann der Steller umrechnen die sogenannte elektrische Drehzahl, also wie oft sich Nord- und Südpol und Süd- und Nordpol abwechseln, zu einer mechanischen Drehzahl, also wie oft dreht sich die Welle. Und das wollen wir hier wissen. Okay, das ist Punkt 1, was ich machen muss. Und Punkt 2 ist, ich muss den Motor kalibrieren. Also beziehungsweise ich mache eigentlich gar nichts, sondern ich drücke einfach nur hier drauf. Das heißt, ich schließe den Motor an den Steller, der jetzt in der nächsten Zeit an dem Steller betrieben werden soll.
Also der Steller kann sich nur eine Kalibrierung merken. Ich glaube, was anderes wäre auch sinnlos. Und dann drücke ich hier drauf zum Kalibrieren. Und jetzt muss ich noch mal OK drücken, ob ich das jetzt wirklich will. Das mache ich jetzt mal. Hier wird immer was anderes angezeigt, was er jetzt gerade macht. Jetzt misst er die Motorkonstante im Gegenuhrzeigersinn. Vorhin hat er den Innenwiderstand und die Induktivität gemessen von dem Steller und jetzt misst er die Motorkonstante im Uhrzeigersinn. So, und jetzt sind wir fertig. Jetzt hat er diese Werte hier eingetragen. Zum Beispiel hier die Motorkonstante in der Uhrzeigerrichtung 181 und in der Gegenuhrzeigerrichtung 180. Das sind die Anzahl der Umdrehungen pro Volt. Also das ist ein Motor mit 180 Umdrehungen pro Volt. Das ist eine Angabe, die man hier üblicherweise bei den Brushless-Motoren findet. Aber natürlich gilt das genauso für die Bürstenmotoren. Okay, das haben wir jetzt kalibriert und damit ist eigentlich alles getan. Jetzt kann die Drehzahl also von dem Motörchen hier gemessen werden. Wir gehen mal kurz noch durch die anderen Menüpunkte hier durch. Dann haben wir hier unter Advanced noch ein paar Sachen stehen. Zum Beispiel, auf welchen Kanal der Steller horchen soll. Das ist Kanal Nummer 1. Klar, wir haben 16 Kanäle bei Crossfire. Kann ich also irgendwas anderes angeben? Wir können hier angeben, ob er einen Pre-Run-Check durchführen soll, ja oder nein. Und was ist der Totbereich, also die Hysterese hier von dem Knüppel, die dann akzeptiert wird, um den Steller scharf zu schalten. Dann haben wir noch die Lautstärke von den ganzen Tönen. Da steht hier auf 100%. Dann haben wir noch Kalibrierung der Batteriespannungsmessung. Das kann man gelegentlich mit dem Voltmeter mal nachprüfen. Und dann haben wir hier noch so ein paar andere Angaben, Temperaturfilter. Ja, da die Temperaturmessung, die sensorlose im Moment eh noch nicht funktioniert, ist diese Angabe witzlos. Und die Kalibrierungs-PWM-Frequenz von 400 Hertz, die ihr eben gehört habt, das kann man hier auch noch einstellen. Das ist bei großen Motoren eventuell vorteilhaft, diese Frequenz niedriger zu machen. Da gibt es noch 100 Hertz und 200 Hertz. Ja. Genau, und dann haben wir hier noch so ein Window, da steht jetzt Blackman. Da gibt es auch noch andere Einstellungen, also hier Henning oder Hen, wie der Mensch gehießen hat, oder auch auf gar nichts einzustellen. Aber die optimale Variante ist, das auf Blackman stehen zu lassen. Das sind so ein paar Internas. Okay, gut, das Kalibrieren war also jetzt wichtig und das Einstellen der Polpaare. Ansonsten kann das nicht funktionieren. Gut, wenn wir das gemacht haben, dann sollte die Drehzahlmessung hier also auch funktionieren, sowohl in der Vorwärtsrichtung wie auch in der Rückwärtsrichtung. Rückwärts, naja, läuft er genauso schnell, fast genauso schnell. Genau. Man kann auch so eine Trägheit einstellen, das habe ich jetzt eben bei dem Menü ganz vergessen. Ihr seht, ich bewege jetzt relativ schnell den Knüppel, aber der Motor folgt ein bisschen langsamer. Das ist eine Trägheit, die in der Regelung oder in der Steuerung, in dem Fall ist es ja noch verborgen ist, sodass der Motor also nicht so starke Drehmomentschwankungen dann produziert. Achso, eine Sache habe ich ja ganz vergessen, auf die ich jetzt aber nicht weiter eingehe. Und zwar, ich habe ja gesagt, der Steller ist nicht nur ein Steller, sondern in dem Fall, na, muss da mal draufdrücken, ist er auch ein echter Regler. Und wir gehen hier nochmal rein. Da kann ich nämlich dann die Parameter, wo sind sie? Hier für den sogenannten PID-Controller einstellen, also für den Drehzahlkonstanthalter. Oder ich kann diesen Modus überhaupt erstmal einschalten.
Und dann sind noch so ein paar Angaben hier zu tätigen. Das ist aber wieder ein Stück komplizierter, wie man da einstellen muss. Deswegen lasse ich das erstmal weg. Ich finde das also auch mit der Drehzahl Konstanthalterei. Ja, vielleicht für zwei Schraubenantriebe oder mehr Schraubenantriebe ist das vielleicht interessant, aber für einen Einzelmotor ist das eigentlich weniger. Wir sind es ja auch gewohnt vom Auto, wenn wir da auf das Gaspedal drücken, denn erwarten wir ja auch nicht bei einer Gaspedalstellung, dass eine bestimmte Drehzahl erreicht ist, sondern wir haben irgendwie ein Gefühl dafür, dass der Motor dann mit einem bestimmten Drehmoment im ersten Gang oder im dritten Gang irgendeine bestimmte Geschwindigkeit erreicht. Genau, so, das funktioniert. Gut, jetzt mache ich etwas, was in meinen Videos eigentlich relativ selten vorkommt. Ich schneide nicht, sondern ich halte das Video jetzt einmal an, weil ich einen Stecker anbringen muss. Und damit mir das gelingt, mache ich mal kurz auf Pause. So, da bin ich wieder. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe hier an den Stelle einen Stecker eingesteckt. Das ist ein Programmieradapter und dient gleichzeitig zur Diagnose. Dann geht das hier weiter an den Programmierer. Den Programmieradapter. Jetzt hat sich dieser Stecker wohl offensichtlich gerade einmal kurz gelöst und dann gab es wieder das Tönchen hier. Ja, jetzt muss ich noch mal eben kurz was starten. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Aber ich hoffe, ich kriege das jetzt mal kurz auf die Schnelle hier noch hin. Jetzt muss ich das bei der Videoaufnahme noch mal eben ändern. So, ich glaube, das würde jetzt also auch. Nein, funktioniert immer noch nicht. Das ist natürlich jetzt ein bisschen ärgerlich. Nächster Versuch. Dann muss ich das Fenster dann auch mal wegnehmen. So, nächster Versuch. Ja, das ist das, was ich wollte. Jetzt. Genau, da sieht man etwas, aber das will ich jetzt gleich erläutern. Also nochmal, der Stecker ist da dran und zwar zur Diagnose oder zum Programmieren. Das geht jetzt hier ab und braucht man natürlich nicht ständig. Ah, jetzt weiß ich, was da passiert ist. Ich bin wahrscheinlich hier an die Metallbügel dran gekommen. Gar keine gute Idee. Das geht zu meinem PC und ich blende euch jetzt dieses PC-Window gerade mal jetzt ein. Da seht ihr ein paar Kurven. Wenn ich die Drehzahl erhöhe, verändern sich diese Kurven. Und ja, wer sowas schon mal gesehen hat, wie gesagt, jetzt wird es ein bisschen technischer. Das ist in der Tat das Spektrum, also das sind die Frequenzkomponenten in dem Motorstrom. Die einen oder anderen mögen sich vielleicht ein bisschen mit Akustik auskennen und wissen, dass sich ein Ton, ein Klang, beispielsweise von einem Klavier oder von einer Geige, aus vielen verschiedenen einzelnen Tönen zusammensetzen. Und das nennt man das Spektrum. Genauso beim weißen Licht. Das weiße Licht setzt sich ja aus allen Spektralfarben zusammen. Und wer das schon mal gesehen hat, vielleicht in der Schule im Physikunterricht, wenn man das weiße Licht dann durch ein Prisma leitet, dann kriegt man dieses Spektrum von Infrarot oder vom tiefen Rot bis zum Blau oder über das Blau hinaus bis zum Ultraviolett. Und das sind dann tatsächlich die einzelnen Frequenzen der elektromagnetischen Strahlung, die im Licht enthalten sind. Und so ähnlich in der Akustik, da haben wir dann die Schallfrequenzen. Und manch einer kennt das vielleicht von seiner Stereoanlage, da hat man so einen Equalizer und der zeigt einen an, welche Frequenzen in dem aktuellen Musiksignal mit welcher Intensität drin vertreten sind. Und so ist das jetzt hier auch, sondern aber eben weder mit Licht noch Akustik, sondern der
Motorstrom wird hier beobachtet, und zwar die Welligkeit des Motorstroms. In einer vorigen Folge hatte ich mal erzählt, dass wenn der Motor sich dreht, dass dann die Bürsten oder Kohlen an dem Anker zu einem gewissen Zeitpunkt, wenn der Anker sich unter den Kohlen sozusagen drunter wegdreht, dass diese Kohlen sind meistens so breit, oder auch die Metallbürsten sind so breit, dass dort mehrere, also nicht mehr, also mehr als eine, wollte ich sagen, Ankerwicklungen parallel geschaltet werden. Und immer wenn das passiert, das weiß man vielleicht, wenn man zwei Widerstände parallel schaltet, dann erhöht sich der Strom. Und das führt also, wenn der Motor sich permanent dreht, zu einer Welligkeit des Stroms. Das heißt, über die Zeit gesehen ist der Strom mal höher und dann wieder in der nächsten Millisekunde wieder niedriger, je nachdem, wann jetzt die Kohle oder die Bürste die Ankerwicklungen parallel schaltet und im nächsten Moment eben wieder nicht mehr parallel schaltet. Ja, und wenn man das analysiert, dann bekommt man so ein Bild. Und natürlich sind da irgendwelche Störungen auch dabei, deswegen haben wir auch noch so andere Frequenzen, die dort auftauchen. Aber ihr seht schön, wenn ich jetzt die Drehzahl erhöhe, oh, jetzt schwingt hier irgendwas mit, dann, ich glaube, beim Rückwärtsbetrieb macht er das jetzt irgendwie nicht. Ich lasse ihn mal rückwärts laufen, ja, da klappert nichts. Dann sieht man also einen großen Anteil, da wo die rote Pfeilspitze ist. Und das ist das, was der Steller jetzt tatsächlich als Drehzahl misst. Wenn ich das jetzt verändere, dann wandert also das rote Dreieck immer schön hinterher. Natürlich gibt es Störungen, zum Beispiel jetzt beim langsamen Laufen. Die sind rechts und links neben diesem höchsten Ausschlag dann zu sehen. Aber die stören hier nicht weiter. Die fallen nicht ins Gewicht. Ja, also durch diese Veränderung von Motorstrom kann man jetzt also tatsächlich die Drehzahl vermessen. Um das sehr genau zu machen, muss man jetzt also auch zum Beispiel den Innenwiderstand des Motors kennen und auch die Induktivität kennen und die Motorkonstante kennen. Und das war der Grund, warum dieser Kalibrierungsschritt am Anfang für diesen Steller auch nötig war. Es ist nicht zwingend, das Ganze funktioniert, wenn es gut läuft, auch ohne. Aber wenn es schlecht läuft, dann ist es besser, man hat kalibriert. Es gibt nämlich Motoren, die sind nicht so gutmütig wie das kleine Ding, was ich jetzt da drin habe, sondern das sind echte Biester. Vor allen Dingen diese typischen Mabuchi-Klassen-Motoren, also 540er, 380er, 550er, 700er, wie sie alle heißen. Diese sogenannten Blechbüchsen, wie ich die immer nenne, die sind also teilweise ganz fürchterlich, produzieren auch viele Störsignale, deswegen müssen die auch immer hübsch entstört werden, darauf will ich nochmal hinweisen, aber da ist es also dann, oder tut es Not, diese Kalibrierung dann auch tatsächlich durchzuführen. Okay, soweit zu diesem Projekt. Ich glaube, das war vorab erstmal das letzte Video dazu. Es sei denn, es gelingt mir noch irgendwann in ferner Zukunft, die sensorlose Temperaturmessung des Motors durchzuführen. Die Temperatur, die wir hier sehen, das ist die Temperatur des Stellers. Momentan nicht des Motors. Also das fehlt noch, das wäre hübsch. Aber wie gesagt, das verursacht bei mir noch einiges an Kopfzerbrechen. Okay, dann, wer bis dahin durchgehalten hat, finde ich ganz toll. Und ich verspreche, beim nächsten Mal gibt es dann wieder etwas mehr zum Thema Express-LRS oder Edge-TX. Okay, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.